ESTV, Videos aus der Region. Ganz herzlich willkommen bei ESTV. Mein Name ist Raphael Treit und das ist Laura Feldkircher. Wir sind auf der CMT 2020. Wir waren nicht nur an dem Stand des Landkreises Esslingen, also das heißt der Bereich Tourismus, sondern wir wollen uns natürlich auch jetzt so ein bisschen in die Welt der Karawane und Reisemobile bewegen. Da gibt es eine wahnsinnige Range von, sagen wir mal, preisgünstigeren Einstiegsmodellen bis hin zu Open End. Ja, und wir checken mal die Lage. Laura, was interessiert dich besonders? Ich habe dort hinten ein Auto gesehen mit einem Zelt auf dem Dach. Fand ich total spooky. Ja, das schauen wir uns natürlich mal an. Klasse, dass ihr dabei seid. So, wir befinden uns jetzt an diesem Dachzelt auf dem Mobil. Raphael ist auch bereits schon drin. Raphael, wie gefällt es dir dort oben? Ja, ich finde es total spannend. Also ich finde es relativ geräumig. Man kann von beiden Seiten ein- und aussteigen. Du würdest locker dazu passen und wahrscheinlich auch noch ein, zwei Kinder. Das heißt, es ist familientauglich. Und vor allem so ein bisschen fast alltagstauglich, weil es passt ja auf einen normalen PKW, den man zu Hause hat. Wäre eine Sache, oder? Auf jeden Fall kann man drüber nachdenken. Und das Ganze kostet auch gar nicht so viel. Um die 3000 Euro, haben wir gesehen. Sieht gut aus. Ich sitze hier im sogenannten Crosscamper, ein Einstiegsmodell, wenn man so möchte. Und Boris, erklär uns mal, was ist das Besondere hier? Ja, das Besondere ist, dass wir nicht einen reinen Camper haben, sondern ein alltagstaugliches Fahrzeug. Das heißt, ich kann es als Erstfahrzeug in der Familie benutzen. Also vom Nullsitzer bis zum Siebensitzer umbauen und trotzdem mit vier Personen schlaftechnisch in Urlaub fahren. Was ich spannend finde, beispielsweise dieser Küchenblock, der ist ja modular entnehmbar. Das heißt, den kann ich nicht nur auf dem Campingplatz draußen hinstellen, wenn es gutes Wetter hat oder sogar hier Cabrio-Feeling erzeugen, sondern ich kann es natürlich auch aus dem Fahrzeug entfernen, habe mehr Platz beispielsweise eben, um Kinderwagen dergleichen zu laden, oder? Zum Beispiel, so ist die Idee, weil da Sie nicht mehr Geld ausgeben können im Allgemeinen, in der jungen Familie ist es natürlich sinnvoll, ein Fahrzeug zu haben, was alles kann. Das heißt nicht nur den Freizeitfaktor, sondern eben das alltägliche Geschehen. Wie ist denn der Einstiegspreis hier? Also das vollwertige Fahrzeug, so wie wir es ja auch sehen, bekommt man ab 42,9. Dann kann ich natürlich technisch aufrüsten, auch was die Motorisierung angeht. Wenn ich maximal alles haben möchte, bin ich bei 63.000 und mehr geht auch nicht. Gut, 63 ist echt eine Hausnummer, aber 42,9 oder 43 klingt ganz gut. Ein Golf GTI voll ausgestattet kostet auch so viel. Ich sitze hier jetzt mit dem Herrn Heimann. Er ist Vertriebsleiter für das internationale Geschäft von Morelo. Ja, wir sitzen hier in einem. Ja, das ist der Palastliner 99 GSB, einer unserer ganz luxuriösen Liner. Sehr schön. Und dieser Liner kostet so viel wie ein kleines Ein-Zwei-Zimmer-Apartment. Ist das richtig, Herr Heimann? Ja, je nachdem, wo Sie das Ein- oder Zwei-Zimmer-Apartment erwerben möchten. Aber es stimmt, dieses ist ein Luxus-Apartment im Preisbereich so um die 400.000 Euro. Jetzt hat es den großen Vorteil natürlich, dass es nicht statisch irgendwo steht, sondern dass Sie dieses Apartment überall hinfahren können. Und warum sollte man sich diesen Luxus hier gönnen? Sehen Sie, man kann natürlich auch mit einem kleineren Reisemobil um die Welt fahren. Allerdings tut man das hier mit sehr viel Stil, mit sehr viel Komfort an Bord, sodass man, sagen wir mal, auf den Komfort, den man normalerweise zu Hause hat, nicht verzichten muss. Tja, das ist sie, die Welt der Schönen und Reichen. Ne? 420.000 Euro, fassungslos, oder? Na gut, es soll ja ein, zwei Zimmerwohnungen in Stuttgart geben, die auch so viel kosten, aber das Ding hat wenigstens Räder. Ja, es hat riesen Spaß gemacht. Ja, und natürlich fängt es auch zum Glück günstiger an. Genau, vielen Dank fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.